hat gesagt, diese Wohnungen sind greislich abgewrackt, doch sie sind eigentlich intakt und deshalb zeigen wir euch das. Wir renovieren und ich glaube echt, ihr reißt das Ding nicht ab, denn irgendwie wirft das doch dann ein Scheißlicht auf die Stadt. Wenn jeder merkt, es geht gar nicht ums Wohnraum schaffen, sondern vielleicht manchen eher ums Kohle machen. Wer hat behauptet, dass dieses Haus hier unbewohnbar sei? Komm einfach ganz kurz mal in unsere Wohnung rein. Ein bisschen Schleifen hier, ein bisschen Farbe da und das Ding sieht wieder schöner aus als ein Kasten aus Glas und Stahl. Eigentlich ist es doch schon sehr einfach. Wir ziehen hier schnell mal ein und wir gründen eine Wohngemeinschaft. München ist schön, wenn du reich bist und Geld hast, geil. Doch such eine Wohnung als alleinerziehender Elternteil. Münchner brauchen Münchner Wohnungen und die müssen erschwinglich sein. Drum dieser Antrag mit einiger Dringlichkeit. Und ich schätze, wenn's alle wissen, dann wollt ihr es auch. Das Haus muss bleiben und der Bolzplatz auch. Und ich sag, wir gehen hier nicht raus und so schaut's aus. Mut Mama im Abrisshaus. Ich sage, wir gehen nirgendwo hin. Wir gehen nirgendwo hin. Wir ziehen jetzt nicht aus hier, denn die Wohnung hier bleibt. Wir gehen, nein, wir gehen irgendwo hin. Wir ziehen nicht aus hier, weil ich ganz sicher bin, dass die Wohnung hier bleibt.